Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fernbus-Simulator. Und ja, ich bin jetzt schon auf halber Strecke, da ich vergessen habe, die Aufnahme zu starten. Kann ja mal passieren. Und heute geht es von Köln, da sind wir gerade, nach Mönchengladbach. Über Mönchengladbach nach Düsseldorf. So. Und irgendjemand stellt die ganze Zeit die Heizung falsch. So. Dann würde ich mal sagen, geht's schon los. Ja. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like. Und vergesst da auch nicht, die Glocke zu aktivieren, sonst werdet ihr nicht benachrichtigt, wenn ich ein Video hochlade. Aber das werdet ihr doch wohl nicht vergessen. So, meine Finger wieder mal volle Kanne im Bild. Aber das wisst ihr ja schon. So, vielleicht kommt heute noch ein Video. Nee, heute kann kein Video mehr kommen, weil meine Schwester kommt bald nach Hause. So, Kamera ist auch schon fast leer, da muss ich mich ein bisschen beeilen. So, ich heiz einfach mal durch, ist mir egal, wenn ich so schnell fahre. Die Straße ist so schlecht, ja. Die ist schon ein bisschen kaputt, das weißt du, oder? So, jetzt melden, fährst zu schnell? Ja. Sicher sind wir in Düsen-Chat. Oder siehst du das nicht? Flixbus. Flix ist schnell. Capito? Eben. So, jetzt brausen wir hier noch schnell nach Mönchengladbach. Und außerdem, was ich euch jetzt noch nicht gesagt habe, ist, ich habe vorher schon eine Aufnahme gemacht. Und die hat dann irgendwie, konnte ich dann nicht nehmen, weil irgendwie alles verschwommen war ein bisschen. Auch wenn es hier jetzt ein bisschen verschwommen ist, aber auf eine andere Art. So, ich muss kurz die Kamera richten. So. So, jetzt sind wir schon auf der anderen Fahrbahn. So, dann geht's hier schnell mal den Berg rauf. Noch paar Minuten, eine Stunde. Also eine Stunde sollten wir jetzt circa noch fahren, also spieltechnisch. Aber wir werden ja natürlich früher da sein und dann noch nach Düsseldorf weiterfahren. Und dort werde ich dann die Aufnahme schon beenden. So. Ein bisschen konzentrieren. Stellt euch mal vor, so ein Busfahrer, der stellt einfach so die Kamera vorne hin und redet die ganze Zeit so und die Leute hinten wollen schlafen, so mitten in der Nacht, macht so ein Busfahrer so ein YouTube-Video und sagt und redet die ganze Zeit und schreit. Das ist keine Ahnung was. Das wäre es halt einfach. So. Jetzt bremsen, 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 so. Wer der bremst jetzt. Okay, weiter geht's auf 100. Ja. Ah ja, Leute, das war schon die erste Frage, was ich von euch wissen wollte, weil ich bin ja noch nicht gerade so alt. Was ist ein Elchtest? Werden da Elche getestet? Oder was? Oder Elftest oder keine Ahnung, was das heißt. So, schön rüberblinken. Stimmt, und wenn euch was aufgefallen ist, ich habe hier links und rechts die Spiegel aktiviert, damit man hier auch ein bisschen was seitlich sehen kann. Und wir fahren wieder hoch. Und vielleicht schaffen wir es wieder umzukippen, weil bei der Folge, wo ich nicht nehmen konnte, da bin ich umgekippt.
Leider. Komisch, lustig. Und ja, ich kann jetzt auch auf meinem Handy ein bisschen aufnehmen, aber nicht so viel, weil ich keinen Speicher mehr habe. Genau, als ob. Guck mal, ihr habt jetzt gerade gesehen, ich bin voll in die Luft gejumpt. Und es sagt einfach nichts. Nichts. Aber auch krass, wir haben nicht noch mal die 6 Minuten. Vielleicht schaffe ich sie umzukippen. Ne, hier kann man nicht umkippen, komisch. Oh, ja, scheiße gelaufen. Bitte nicht auf die falsche, bitte nicht. Ja, danke. Ups. So, weiter geht's. Da kommt der Kollege. So, wer die vorige Folge nicht gesehen hat, auf jeden Fall vorbeischauen beim Video. Dann wisst ihr, wie das Spiel ein bisschen funktioniert. Da war ein bisschen die Erklärung. Und ja. Puh. Aber hier ist auch die Straße ein bisschen neuer, muss ich sagen. Ein bisschen viel Berglandschaft ist hier. Und Trecker. Tuk, 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 tuk. So. Oh Gott, da kommt wieder das Coole. Die geile Abfahrt. Wir sind jetzt Skifahrer und Jump. Hui. Spaß. Der Bus ist viel zu schwer zum Jumpen. So. Ein bisschen abgebremst. Hier ist dann eh gleich 50er-Zone. Junge, wir sind... Ja, sorry, man. So, ich glaube, meine Finger waren heute schon ein bisschen oft im Ding. Junge, ich hab Grün, nicht du, Taxler. Typisch Taxelfahrer, Taxifahrer. Meinte ich. Uiuiui, ich fahr zu schnell, ich fahr zu schnell. So, hier bin ich umgekippt. Also hier habe ich es geschafft umzukippen. Das war... Hier. Ey. Ja, du gehst hier ab. So, So, jetzt passt wieder alles. Schade, also umkippen... Umgekippt sind wir jetzt nicht. So, und hier habe ich die vorige Folge aufgehört, weil die hat dann auch schon wieder fast 30 Minuten gedauert. Speicher war leer. Das ist der Grund dafür, dass die Folge nicht hochgeladen werden konnte. Und stopp! Und raus geht's. So. So, und wir fangen schon mal an, wieder einzuchecken. Nach Düsseldorf. 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 Jo, Mahlzeit. So, Düsseldorf. Hotel geht's nicht. Du bist nur nach Düsseldorf. Nach Düsseldorf. Und sie wollen wirklich nicht mitfahren? Nee, okay, schade.
Und ab geht die wilde Fahrt nach Düsseldorf. Ankunft in 37 Kilometern, das ist eine Stunde circa, laut Spiel. Was gar nicht mal stimmen kann. Hey, das stimmt doch nicht, dass man für 37 Kilometer eine Stunde braucht. So, wir schaffen es gerade mal locker in den 20 Minuten hier. Und ja. So, wir sind fast schon wieder ein bisschen zu schnell. Oh, ich spiele gar nicht mal mehr mit Maus, egal. So, die Ampel ist grün gewesen. Okay, also dieses Lied ist Copyright geschützt. Das werde ich auf jeden Fall vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich falsch, keine Ahnung. La 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 la. So, ja. Ja, ich glaube schon, dieses Lied ist Copyright geschützt, keine Ahnung. Und ja, dann mache ich keine so großen Faxen. Und wir sind fast umgekippt. Ich fahre immer noch mit Tempomaten. Ist er jetzt an? Nee, oder? Lol. Wir geben einfach so Gas. Guck mal, ich drück nichts. Hier. Hinte sind vorne. Ich drück nichts und er gibt Gas. Zählt das? Ich glaube, das zählt aber jetzt eigentlich auch als Geschwindigkeitsüberschreitung. So, jetzt können wir schon Gas geben. Lol, wartet, warte. So. Da will ich jetzt aber aussteigen. Guckt mal, Leute. Da hört ein Mönch-Ding auf. Mönchengladhafen. Oder wie auch immer. Und hier beginnt Düsseldorf. Oh, das ist die Kölbrandbrücke. Hä? Warum steht die Kölbrandbrücke? So ein ähnliches Teil wie die Kölbrandbrücke in Düsseldorf und nicht in Hamburg. Okay, keine Ahnung. Tschüss. Aber cool, jetzt können wir hier drüber fahren. So, jetzt bekomme ich Schluck auf auch noch. Auch geil. So. Auch schon so eine ähnliche Kölbrandbrücke. Kurz mal nach links schauen. So. Ja. Wie heißt der Fluss eigentlich hier in Düsseldorf? Kann mir das jemand sagen? Bitte, danke. So, und dann sind wir auch schon wieder in Düsseldorf. Ging jetzt auch eigentlich sehr schnell. Einmal wurde ich schon geblitzt in Köln, nur weil ich 1 km/h zu schnell gefahren bin. Also hier jetzt, so wie jetzt, 1 km/h zu schnell und ich wurde geblitzt. So. Und da haben wir jetzt auch schon die Einfahrt in Düsseldorf. Ich will die ganze Zeit Köln sagen. Ja, hier ist es eh schon am Navi an der Tafel gestanden. So, hier geht's dann schon rein. So, Blinker setzen. Oh, ich habe ihn gleich wieder deaktiviert. Könnte man auch wirklich machen und so voll nach Vorschriften fahren. So. Uff. Nee, die Straße ist so schlecht, oder?
Guck mal, wenn du hier auf die Straße schaust, was habe ich getan? Warum schwerer Unfall? Da vorne ist schon der Zopf. Ja, also auf diese Ampel hier kann man ja wohl noch warten. So. Stehen geblieben und weiter geht's. Müssen wir blinken? Nee, schade. Blub, blub. Okay, also ich frage mich, wie das funktioniert, dass diese Lieder Copyright geschützt sind. Ich glaube, wenn ich das So, schnell raus, ich will dieses Lied nicht hören. Tschüss! Okay, ich habe gerade nur gedacht, dass dieses Vorfahrtsschild dahinter so ein, wie heißt's? So ein Maxal wäre, so einer mit diesen Zeichen oben drüber. Hier, da ist wieder Mr. Glatzkopf. Schaut, guck mal, Leute, der schaut so ekelhaft aus. Warte. Guck mal. Und selbst die Zunge ist weiß. Guck mal, so sieht der gerade. Wir sind nur ein bisschen größer, so. Und dann würde ich sagen, so. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!